Und damit ein herzliches Willkommen in der nächsten Folge, im nächsten Kriegsszenario. Und guten Abend an dieser Stelle. Ich bin auch mit dabei, Hallöle, guten Abend. Und wir haben bisher noch nichts verbessert, das müssten wir jetzt gleich machen. Richtig, das müssen wir jetzt gleich machen über das Buch rechts unten. Ja, wir haben dran gedacht. Oder so ähnlich. Ja, die Ritter kann man verbessern. Verringert die Fähigkeit nach Glitzer. Ich werde natürlich wieder auf Ritter setzen, auf was sonst. Ja, verstehe ich. Aber es sind 8 Schädel, ne? Aber ich mach's. Das ist eine Ansage. Den Kriegsaußenposten. Ich schau gerade einfach mal durch, was ich alles so hab, weil bisher... Ah, verdammt. Weiß nicht, ich habe mir gerade die großen Waffen angeguckt. Gut, ich könnte dieses große Krawum-Dings da verbessern. Explosionsradius oder maximale Reichweite verbessern. Ein Fasswerbe? Gute Frage. Ich hätte fast gesagt Explosionsradius. Auch, ne? Das klingt hübscher. Normalerweise kaufe ich da alle 2 Lila-Karten, aber ich kaufe jetzt mal nur die eine. Und dann schauen wir mal, die Pfeilmauer haben wir aufgerüstet. Ach, schau mal, ich könnte sogar mit einer Pfeilmauer Feuerschaden verursachen. Weil wir überlegt haben, was noch wegen, ich glaube, Teerfallen mit erhöhtem Feuerschaden oder so. Ja. Warte mal. Das könnte ich jetzt machen. Feinde bleiben für kurze Zeit verlangsamt. Gibt es einmal bei der Teerfalle und einmal erleiden im Teer erhöhten Feuerschaden. Wenn wir Feuerschaden nehmen. Ja. Und die Pfeilwände dazu, die dann Feuerschaden machen. Das müsste eigentlich schon. Also, es wird nicht alles umhauen, aber es müsste knallen eigentlich. Das ist ein Triple-Ding, ne? Das probiere ich mal. Pass mal auf. Erstmal Feinde erleiden erhöhten Feuerschaden und zur Pfeilwand zurück. Umwechseln auf Feuerschaden. Und dann nochmal zurück zur Teerfalle. Was kriege ich da? Erhöht die Verlangsamung. Kaufe ich mir, aber die letzte Stufe, da fehlen leider ein paar Schädel. 4 Stück. Also ich habe dann fast perfekt ausgerüstete Teerfallen. Oh, nice. Dann lasse ich die Teerfallen jetzt erstmal so, wie sie sind bei mir. Mach dafür noch irgendwas anderes. Ja, dieser Arkandrache vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe das Buch wieder zugemacht. Warte mal, Arkandrache, wo siehst du den? Das ist dieser, weißt du, dieser Geist, dieses... Ach ja, stimmt, der Lieder-Ding da. Der war beim letzten Mal ziemlich gut, als wir den benutzt hatten. Oder als du den benutzt hast, sollte man ja eher sagen. Erhöht den Schaden. Das mache ich. Einmal Schaden erhöhen, sagst du? Das habe ich ihn 3-mal verbessert. Sehr schön. Jetzt habe ich noch einen Schädel. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, an die Teerfalle zu denken. In 4 Schädeln. Gute Zeiteinheit, ich weiß. Und dann habe ich sogar ganz aufgerüstete Teerfallen. Oder warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich probiere mal was aus, warte, ich bin sofort soweit. Und zwar werde ich jetzt nämlich einfach irgendwo mal meine Sachen zurückgeben, meine Punkte. Ja. Ich habe irgendwo bei der Stachelmauer... Ach nee, Moment, wenn ich bei der Stahlmauer jetzt gehe... Ach nee, alle Gegenstandsverbesserungen, okay. Glaube ich da... Eieiei. Hallo. Oh, genau 9. Das passt ja perfekt, weil ich habe den Schaden von der Stahlmauer zurückgelassen. Dann hole ich mir hier direkt die dicken Teerfallen. Hab 0 Schädel, bin ausgerüstet, ich bin startklar. Nice. Ich habe tatsächlich... Oh, Eisamulett, oh, das wäre auch noch was Cooles gewesen. Das müsste ich auch noch eine Stufe aufrüsten, aber lieber erstmal den Teer. Pfeilmauer benutze ich halt fast gar nicht. Dann schreib mal, ob ich vielleicht Assamulett nochmal... Aber es gibt... Ja. Es gibt... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die Pfeilmauer wirklich sich auf lange Zeit lohnt. Am Anfang ist es schon stark, aber mittlerweile... Ja, wir gucken mal. Mit der Kombi Feuerschaden macht es ja vielleicht noch ein bisschen was. Hast du schon auf... Vielleicht müsste ich auch die Stachelfalle endlich mal loswerden. Vielleicht, ja. Ja, komm, wir machen einfach mal weiter. Jo. Das ist ja ewig langweilig hier. Ja, ist ja gut. Viel, ne? Was? Viel. Achso. Los geht's. Gibt's eine epische Geschichte wieder. Na, ich hoffe doch. Wow, wir sind am Rande der Welt. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Wieso sind wir hier? Wir sind Lehrlinge. Wir kümmern uns nur um kleinere Ork-Angriffe. Dieses Mal nicht, Egan. Hier erwartet euch ein etwas größeres Problem. Aber euch stehen die Kriegsmaschinenzauber von Meister Cygnus zur Verfügung. Okay, wir schaffen das schon. Nur ein bisschen größer. Viel schlimm kann es schon sein. Ich habe jetzt eigentlich eine epische Cutscene erwartet.
Ich auch, aber ich finde es trotzdem gerade ziemlich episch, dass wir als Lehrlinge jetzt hier so eine Riesenkarte niedermachen müssen. Oh ja. Da muss ich mich erstmal wieder gerade hinsetzen. Müssen wir erstmal gucken, was hier los ist. Ja, was so wie es ausschaut, kommt ja gleich am Anfang von beiden Toren, dass jeder eine Seite übernehmen muss. Jeder von uns hat 10.000 Punkte. Was ich jetzt nicht verstehe? Ja. Kommen die jetzt von unten? Ja, von beiden Seiten werden sie kommen. Von unten, ne? Ja, unten und oben. Also die werden durch beide Tore gleich durchbrechen. Achso, du meinst unten oder oben, wenn du auf die Karte schaust. Sorry, okay. Sie kommen von unten. Ach da, okay. Ja, machst du dann das untere? Ist das obere? Das können wir tun. Ich muss nur mal gucken, wo kommst du denn genau rein? Hier. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas habe, wo ich auch direkt meine Schleuder hinstellen kann, weil ich glaube fast, die werden wir brauchen. Ich kann ja nochmal in mein Buch. Habe ich denn... 1, 2, 3... Ne, ich habe bloß 5 von diesen Riesenfallen. Stimmt, ich habe mir keine Ritter gekauft. Aber die müssen, glaube ich, auch dann erstmal hier die ganzen Treppen noch hoch, falls sie durchbrechen. Sehe ich das richtig? Das freue ich mich auch gerade. Warte, ich renne mal ganz nach oben. Ach, hallo, da bist du ja. Eigentlich schon. Okay. Ja, wissen sie eigentlich schon. Der erste Gegner dieser Karte, ich habe mich verlaufen. Warte kurz, ich muss schauen, wo ich hin muss. Ja. Ach nee, warte mal, ich komme hier gar nicht raus. Ich musste irgendwie dieses Portal-Ding wieder nehmen oder hier aus dem Fenster rausspringen wahrscheinlich. Okay, ich könnte mich nicht hier hinstellen und schießen. Kann ich mich hier hinstellen und schießen? Warte mal. Wenn ich hier so ein Kriegsgerät dahin baue. Wäre toll gewesen, das schon früher zu können. Kann ich da schon einsteigen, ohne dass ich irgendwas starte? Wir gucken mal. Okay. Also ich könnte da sogar drauf schießen. Aber das hilft uns ja erstmal nur bedingt. Weil wir haben hier noch ganz viele andere Sachen, die wir beschützen müssen. Korrekt. Hier kann ich leider auch mit Barrikaden nichts machen, weil... So viel habe ich gar nicht. Also müssen wir schauen, dass wir direkt an der Tür kämpfen. Da kommt mein Geliebter. Wobei hier schaut so aus, als könnte man genau hier. Das wirkt schon wie so ein Hinweis vom Spiel, dass ich mir hier so ein Geschoss hinsetzen kann. Okay, kann hier nichts hinsetzen, wieso nicht? Okay, hier ist gut, hier kann ich bis nach da hinten schießen. Aber was mache ich hier sonst noch? Ich habe diese coolen Bogenschützen, die werden mir bestimmt helfen. Nicht. Nee, weißt du, was ich hier mache? Ich schmeiß hier ein paar von den großen Schleuderfallen hin. Die sollen einfach da die Leute rüberwerfen, wenn sie drüber laufen. Genau da. Weil dann mache ich das nämlich. Warte mal, wie laufen die? Machen wir das mal so. Und so. Oh, jetzt lernen wir, wie man das gute Zeug erschafft. Und dann schmeiße ich hier mal noch eine von diesen Verlangsamungsfallen hin, von denen keiner weiß, wie gut oder schlecht das ist hin. Genau an dieser Stelle. So, habe ich immer noch 3.800. Also ich habe 2 Ritter. Das war's. Ich kann loslegen. Ich muss überlegen, wie ich meine restlichen Punkte vergebe. Weißt du was, bevor ich jetzt hier noch mehr sinnlos Dinger dahin stelle, ich renne nochmal schnell. Ach, ich muss da einmal den Portstein benutzen. Ich stelle oben trotzdem mal Bogenschützen hin. Ich weiß, ist lächerlich, aber... Halt, warte mal, das ist dein Ausgang. Absolut lächerlich. Du machst dich absolut lächerlich hier. Zur Hanswurst mache ich mich. Ja, absolut. Die da runter schießen können, frage ich mich. Na, irgendwas werden sie tun können müssen. Vor allem da oben sollten sie eigentlich auch nicht angeschossen werden, theoretisch. Ne, schießt mal da runter. Mal gucken, wie es wird. Das in Aktion zu sehen.
Zum Glück kann ich halbwegs fliegen. Ich wäre startbereit. Also gut, okay, dann lass mal loslegen. Eieiei. Ich steige ein. Jetzt kommen sie doch nur zuerst bei dir, oder was? Schaut so aus. Ich eile zu Hilfe. Und bis ich oben bin, kommst du wahrscheinlich auch bei mir. Okay, Feuerteufel. Wir haben schon wieder nicht geguckt, was kommt, ne? Eine ziemlich große Armee von Kreaturen, die ich noch nie gesehen habe, kommt auf uns zu. Ach ja, jetzt muss ich weg. Und sie sind völlig immun gegen Feuerschaden. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Uiuiui. Ui, ui. Bin da. Oh, neun Ritter, komm. Noch Punkte. Ritter. Ja, Mann. Ey, diese Eisfeinde sind echt böse gegen diese Feuerteufel. Ich glaube, die mögen überhaupt kein Eis. Eisfallen? Ja, diese Dinger, die wir jetzt bekommen haben. Also gerade eben vor das Szenario losging. Bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Was ist los bei dir? Nee, der ist hinter dir durchgekommen. Ah, kommt da eine Feuertasche. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Ich schau mal, ob ich bei dir noch was machen kann. Mhm. Boah, das ist so ewig weit, Mann. Unmöglich. Oh, da kann man. Schauen wir mal, da kommen noch zwei Trolle, aber es könnte gehen. Ach, du bist ja, hallöle. Vielen Dank. Können wir das wiederholen? Neues. Wie will denn über? Soll ich den Ritter hinstellen? Ach, wenn du möchtest. Ich habe nur keine Kohle, müssen wir die erst. Ich brauche noch 150. Alles gut, alles gut. Wow, wieso stand diese Falle nicht im Handbuch? So, dann machen wir es kurz. So. Legen wir gleich los, dann stelle ich noch einen Ritter hier. Ja. Gehen wir's an. Ich bin startbereit. Wenn du mit denen mit vors Tor stellst, da reicht mir das eigentlich. Feinde. Hier oben meinst du? Ja. Wir laden schon auf die Eisfalle drauf und schnell instant weg. Und alles, was weiterläuft, siehst du, wird weggeschossen. Also nicht instant weg, die Großen halten schon mehr aus, aber die Kleinen platzen einfach. Dann stehe ich immer noch hin. Jo. So. Vielen Dank. Lauf! Irgendwie hat es gefühlt jetzt den Troll in Einzelteile beim Wegspringen zerlegt. Schießen. Dieser Ritter ist so episch. Da macht es richtig Lust, neben ihm zu kämpfen. Unsere Feinde greifen an! Jetzt haben wir so eine Dingstelle zu setzen. Und komm nicht wieder! Plattform. Ritter hat geliefert. Ich komme zu dir. Dein Scheiß Vieh kommt durch hier. Sind es hier deine Drachenfallen da oben oder was? Natürlich haben wir gewonnen. Nee, das sind die Proteste. Ach, das sind die. Ach ja, ja, ja. Ja, ich nehme was zurück. Ich schwimme wieder nach drüben. Guck mal noch, Ritter. Ja.
Die regeln halt einfach. Ja? Ich bin am überlegen, ob ich... Warte. Ich bin am überlegen, ob ich mir diese Dings wegräume. Ich glaube, die Schütze da oben sind gar nicht mal so eine große Hilfe, wer hätte gedacht. So, warte mal, kriege ich hier noch Eisfallen hin? Wunderbar. Warte mal, wo habe ich die hingestellt? Die müssen noch da oben stehen. Ich bin gleich so weit, warte. Müssen die nicht von da oben runter schießen? Seid ihr da? Ja. Eigentlich müssen sie da oben stehen. Es muss auch so irgendwie gehen. Ich setze mich gleich mal hier in mein cooles Gefährt. Ich bin startbereit. Vielleicht kann ich jetzt endlich mal schießen. Also auch was treffen, meine ich. Da kommen weitere Feinde! Schießen kannst du, genau, ja. Aber Moment, das Explosionsding macht ja Feuerschaden, deswegen ist es hier vielleicht gar nicht so gut. Du kommst, vermute, erstmal zurecht. Ja. Jetzt kommen sie eh bei mir. Dass ich da schon wieder irgendwelche Trolle sehe. Fliegt, meine Freunde. Boah, haut sie weit. Na, jetzt schießt er auch die Killserie hoch. Die feindlichen Streitkräfte greifen an! Der Ritter stellt sich frustriert und sagt im Endeffekt, nein, heute nicht. Ja, die kleinen Läufer kommen immer ein bisschen durch ansonsten. Ja. Ja, solange die nur das Tor angucken, ist erstmal alles gut. Die feindliche Armee greift an! Das war einfach! Bei mir ist Kies. Ja, bei mir auch gleich. Ich war noch nie so glücklich. Ein weiterer Ritter wurde gestellt. Bin ready. Ich auch gleich, warte. Hier laufen nämlich noch ab und zu welche vorbei. Die werden jetzt mal eiskalt wortwörtlich damit ausbremsen. Wow, wieso stand so diese Falle nicht im Handbuch? Meinst du die Plattform kann was? Die hat bei mir vorhin gar nichts gemacht, komischerweise. Diese Eisform? Ja. Die legt bei mir alles auseinander. Gerade bei den Feuerviechern. Da kommen weitere Feinde! Cool. Ich hab jetzt mal eine vor das Tor gelegt. Mhm. Also die macht vielleicht übrigens so viel Schaden, aber halt die Feuerteufel da, die reagieren ja mehr auf Dings, auf Eis. Und dann kommt noch dazu, dass sie halt wenigstens eingefroren sind, dass die Ritter wirklich noch Blatt hauen können. Und so ein Troll, ich zähle jetzt mal mit, der ist gerade eingefroren. Der hält gut und gern 5 Sekunden auf der Falle still. Okay. Es würde jetzt kurz die Meldung kommen, genau. Aber alles entspannt. Der Kollege ist schon am Tor, der Ritter. Schaut schon episch aus. Du sitzt da drin und schießt wie so ein Blöder. Und du siehst so den Ritter, wie er leuchtet und elektrisiert ist und rumrennt, alles niedermetzelt. Diese Läufer. Gesundheit. Diese Läufer laufen über die Plattform drüber. Dann aktiviert sich die Plattform und die ist zu langsam. Okay. Also ich habe sie bei mir direkt vors Tor gelegt. Da geht's. Und ich habe ein paar hintereinander gelegt, da geht's sogar. Wollte ich auch machen, ja. Irgendwas da hinten kommen noch in der weiten Ferne, kommen noch Trolle. Oh, ich habe sogar getroffen. Ah, vielleicht zu weit. Ah, ein Stück zu weit.
Warte mal, was macht der da? Sie brechen durch! Achso. Ich weiß ja warum, aber der Ritter hat einen von den Kollegen ignoriert, die am Tor standen, aber alles gut. Ach, warte mal, es kommt ja noch eine Welle, okay. Ich dachte, die wäre es schon gewesen. Na gut. Habe ich da auch mal eine fürs Tor und dann traue ich noch einen Ritter daher. Und dann. Da ist die Plattform, das war's. Wieso? Warte mal. Schon wird alles vernichtet. Ah, schade, reicht nicht. Aber okay, ich bin soweit. Jo. Ja, jetzt ist es soweit. Ein paar Münzen brauche ich noch. Irgendwo muss jetzt ein Boss kommen in der letzten Welle, oder? Feinde. Kann sein. Vielleicht kriegen wir alle zwei einen Boss. Oder vorne liegt Geld, hätte ich hingehen müssen. Aber ich glaube, die Schützen oben schießen nicht. Ich habe jetzt hier bei mir nochmal welche auf dem Plateau gestellt. Die schießen schon mal wesentlich energischer. Ich sehe von hinten keine Pfeile runterfliegen. Vielleicht können die nicht schießen. Schade. Ich will sie oben. Was zum? Ist das bloß ein verrückter, riesiger Kobold? Ja. Oh, ach, bei mir ist ein Kobold. Bei dir, ja. Ziemlich schnell. Ja. Komm mal schauen. Er springt auch über alle Barrikaden, die du hast. Welche Barrikaden? Mondgriffel. Das sind diese Viecher, okay. Also, man, die sind mit Ritter vorbeigelaufen. Sie brechen erneut durch. Hier bricht jemand durch. Die feindlichen Streitkräfte greifen an. Groß oder klein? Ich nehme an, du hast ihn erwischt. Ich hab den Tod, ja. Ich hab den Tod, sagt er. Ich hab den Tod. Tod gemacht. Boah, hier liegt echt viel Geld. Bei mir ist clean. Bis ich zu dir komme, ist wahrscheinlich vorbei. Okay, der Posten mit dem Bogenschützen drauf schaut schon episch aus. Ein weiterer Sieg, wie erwartet. Da hat wieder jemand einen weiteren Sieg angefahren. Easy. Und 5 Schädel dieses Mal. Ja. 12 sogar insgesamt. Ne, 17. Neun. Hä? Ja, ich check's auch nicht. Ich habe jetzt 25 Schädel. Also 5 auf Lehrling und 12 Bonusschädel. Ja, gut. Die haben das Chaos freigeschaltet. Und das Mana-Zorn-Schmuckstück. Da müssen wir mal kurz reingucken, was kann das? Mana-Zorn-Schmuckstück. Das ist für dich, wenn du sehr zornig bist. Ah. Erhöht angelegt die Mana-Kapazität. Mhm. Eigentlich, die Schmuckstücke nehmen ja einen Platz wirklich weg, ne? Wenn du nicht so viel Ballen verwendest, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wie hieß das andere Ding jetzt noch, was wir bekommen haben? Chaos irgendwas? Ja, ich schau gerade bei den Fallen, aber ich find's nicht. Das ist eine Waffe. Nee. Alle Gegenstände. Wie hieß denn das jetzt? Chaos freigeschaltet. Okay, einfach nur Chaos. Boah, warte mal, ich will ein was gucken. Habe ich schon die Mission, oder haben wir schon die Mission abgeschlossen? Zwergenkriegshammer könnte man auch kaufen. Warte mal. Ah, nee. Wir müssen erst die Mission der Keller abschließen. Lustiger Name. Okay. Und dann kommt meine Zweitlieblingswaffe. Ich bin begeistert. Okay, gibst du deine Schädel schon für irgendwas aus? Weil ich wüsste gerade nicht, für was ich jetzt... Ja, gerade eben schaue ich gerade mal rum hier. Hier nicht. Ich glaube, ich muss mich von der Stachelfalle verabschieden. Macht dafür Schwefel? Ich weiß ja nicht, wie viele Kriegsszenarien noch kommen, ob es sich da lohnt, die Sonderwaffen da aufzubauen. Du meinst, dass man die Waffe einfach mal wechselt? Falle meine ich. Achso, die Fallen da. Ja. Ich hole mir jetzt auch mal einen Ritter.
Kann man immer gebrauchen. Die sind der Shit. Hast du beim Ritter... Ach ne, ich muss erstmal mit Ritter 500 Feinde niederstrecken, das dauert. Ich heb mal die 9 mal auf, mal schauen, was wir demnächst noch kaufen können. Ich bin tatsächlich ready soweit. Ich auch. Würde ich sagen, machen wir der Folge Schluss. Mhm. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.